Hallo, It is a great joy es ist eine and a große journey Freude, die to be on the Gelegenheit zu topic haben, of Kundalini Awakening das Thema with Kundalini Dr. Erwachen Gabriel mit Cousins. Dr. Gabriel Cousins zu I hope erforschen. you, the viewers, Ich hoffe, dass ihr, die as excited Zuschauerinnen as und I am. Zuschauer, genauso aufgeregt und Kundalini begeistert seid wie ich. as a concept and a Kundalini als Konzept potential evolutionary und reality als eine potenziale is evolutionäre ancient older Realität humanity itself. scheint so alt zu sein wie die Menschheit And selbst. still, despite the enormous amount of Und trotz material der enormen Menge an written Materialien, about it, die über Kundalini it has geschrieben und remained a great gesprochen wurden, mystery. ist sie ein großes Mysterium geblieben. Gabriel, as a Kundalini master, Gabriel als was Kundalini-Meister, directly initiated and der direkt approached von by dem the well-respected angesehenen Swami Swami Muktananda, Muktananda eingeweiht is und without doubt als befreit anerkannt wurde, important insight into this ist topic. zweifellos eine Quelle bedeutender und tiefer Erkenntnisse zu Especially diesem aside Thema. from his direct knowledge, is also a holistic Zumal er philosopher neben seinem and an expert in direkten, spiritual nutrition. erfahrungsbasierten Wissen auch ein This, ganzheitlicher of course, Arzt und ein only a Experte für limited spirituelle set of Ernährung ist. qualifications. Und das ist natürlich nur eine begrenzte Liste seiner Qualifikationen. Hello, Gabriel. Also, hallo Shai, Gabriel. I'm so happy to be here Shai, ich freue mich so sharing sehr, this hier zu sein und das with my hier brothers and zu sisters teilen mit in all meinen of Europe Brüdern und Schwestern in to really Europa. bring this understanding at a deeper Und level dieses Verständnis auf tiefere Weise zu teilen mit Thank you. Menschen. Thank you for sharing this joy. Vielen Dank, dass du diese Freude und So, Begeisterung concerning auch this teilst. Und vielen Dank dir, Sharinga. dass du das organisierst, dass du das möglich So, machst. Gabriel, in this conversation, I intend to present fundamental questions Gabriel, about Kundalini in diesem Gespräch awakening. möchte ich grundlegende Fragen And zum here is Kundalini-Erwachen the stellen. most fundamental Und hier ist question, die grundlegendste which is, Frage. what is Kundalini? Und die ist einfach, was ist What Kundalini? causes Kundalini? Was I think these are erweckt the oder aktiviert two Kundalini? basic Ich denke, das questions. sind die beiden Okay. So, grundlegendsten Ausgangsfragen. Kundalini in a more philosophical Also Kundalini is the grace of God auf that philosophischere leads Weise to the ist die heart of God. Gnade Gottes und führt uns in das Herz des Göttlichen. So, in the cosmic picture, Im kosmischen Bild, which is also experiential, was there's really auch two heads to the Kundalini, erlebt often wird, symbolized as the cobra or serpent. You have what we call the spiritual Kundalini, gibt es which is zwei Aspekte cosmic, von it's Kundalini. always Und es coming gibt up, einmal it's die always spirituelle active, Kundalini oder die kosmische Kundalini, die and it goes immer in uns through hineinströmt, von oben kommt. 72,000 nadis, which Und are sie called strömt durch sound channels. 72.000 This is one Nadis, was Vedic, subtile Kanäle Vedic sind. description. In vedischen And the three Beschreibungen main finden wir channels, das. Ida, Und es gibt Pingala, hier and Sushumna drei being the central channel, Hauptkanäle, and Ida, actually Pingala und Sushumna. Brahmi, Sushumna ist der zentrale which is the Hauptkanal. central channel of the central Und channel. dann gibt es Nada-Brahmi, And was that ein actually zentraler is the Kanal im golden line, it zentralen goes all Kanal the way to ist. the crown. Und das ist der einzige So we have energetische this Kanal, der hoch constant zur flow Krone that is geht. going down. Und wir haben also diese kosmische And a Energie, die level immer in of uns life hineinströmt. force. Und auf einer Ebene ist das einfach die I wouldn't Lebenskraft. say spiritualizing force. Now Die at the same time, we have und a what I'm going to call Shakti Kundalini gleichzeitig haben wir das, was in ich form, Shakti Kundalini which nenne. is divine Und energy, das ist auch eine göttliche sacred Energie, feminine energy that's eine stored heilige feminine Energie. not at the base of the spine, not at the base chakra, but below the base Die chakra unter in dem the untersten Chakra liegt, Chitra Trivedi, three rivers in dem in the Bereich, der Navarishi Trivini chakra. genannt wird. They're flowing below the base chakra. Und So die it's drei called Ströme, Ida, Navarishi Pingala und Sushumna, chakra. Get that die perspective. strömen noch unter dem untersten It's Chakra, sitting im in unteren potential. Beckenbereich. Und da Now, when that potential ruht is Kundalini activated, als let's take the Potenzial. 10 Und wenn units dieses Potenzial aktiviert wird, being concrete for a second. sagen wir Let's say we got brauchen six units. 10 Einheiten zum Beispiel. And the cosmic kundalini is coming down at two units. Und das Well, Potenzial ruht dann mit 6 Einheiten. we're at Und eight. kosmische Kundalini kommt in zwei So Einheiten runter. when people are spiritually Wie kommen wir jetzt ready, von 8 auf 10? that two units can be received. Traditionally, Und wenn what Menschen is bereit called cosmically sind, called Shaktipat.
dann kann genügend Energie erzeugt werden, um dieses, also dann können wir auf 10 Einheiten in diesem Beispiel jetzt gelangen, damit Shakti Kundalini aktiviert wird. Traditionell wird das mit Shaktipat gemacht. Und das heißt, dass traditionell ein befreites Wesen, wo die Kundalini bereits aktiviert, ganz erwacht ist, die können dann diese Energie dir übertragen. Und das sehen wir im yogischen oder vedischen System, das sehen wir in der Tora-Tradition. Da gibt es Beschreibungen davon. Und dann gibt es die Num-Stämme in der Kalahari-Wüste, die machen eine Art Feuerzeremonie, wo auch Kundalini erweckt wird. Und diese Energie ist also universell. Sie hat verschiedene Namen in verschiedenen Traditionen, das ist alles. Und es gibt verschiedene Wege, sie zu aktivieren. Und es gibt in bestimmten Stämmen in Afrika so gewisse Zeremonien, wo sie diese Energie aktivieren. Und in der yogischen Tradition, wo dieser Energiefluss sehr viel bewusster ist und eine sehr klare Terminologie hat, da geht das primär durch die Übertragung dieser Shakti Kundalini. Und kann das auch anders geschehen? Ja, natürlich. Ich habe mit Menschen gearbeitet, mit Frauen, die zum Beispiel im Prozess des Gebärens ein Kundalini-Erwachen erlebt haben. Und sie wussten nicht, was da vor sich geht. Sie dachten einfach, dass sie jetzt verrückt werden. Aber nein, Kundalini ist wach geworden. Und wie habe ich davon gelernt? In 1976 haben wir die erste Kundalini-Krisenklinik gegründet. Und da sind dann viele Menschen zu uns gekommen, die nicht wussten, was vor sich geht. Die einfach gemerkt haben, es verändert sich etwas in ihrem Bewusstsein. Sie haben spirituelle Erlebnisse und sie wissen nicht genau, was da los ist. Also es gibt viele Wege, wie Kundalini aktiv werden kann. Aber traditionell geschieht es durch befreite spirituelle Meister, die den Auftrag bekommen haben, von ihren Lehrern oder Gurus Shaktipat zu geben, die dazu befähigt wurden. Also hinter denen eine Linie, eine Übertragungslinie steht. Warum ist das wichtig? Denn viele Menschen haben aktive Energie und können Energie übertragen. Weil, wenn es nicht im Rahmen einer klaren, sicheren Linie passiert, dann kann es auch Nebeneffekte, negative Nebeneffekte haben. Und die Tradition, aus der ich komme, in der ich initiiert wurde, die bezieht sich auf Shiva. Die geht in einer Übertragungslinie auf Shiva zurück. Und es gibt also eine Tradition dahinter. Warum ist das wichtig? Weil das die Energie hält. Und es gibt Menschen, die erleben Kundalini erwachen, aber es ist irgendwie außer Kontrolle. Aber wenn sie dann zu mir kommen und wir arbeiten 1:1, dann gebe ich Shaktipat und das stabilisiert den Prozess, das harmonisiert das System und dann geht es ihnen sehr schnell wieder gut. Es ist also wichtig, das mit Respekt anzugehen. Es ist eine sehr starke Energie. Das ist kein Spiel. Und Kundalini symbolisiert tatsächlich den nächsten Schritt in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Und Ramakrishna zum Beispiel hat darüber gesprochen, dass das spirituelle Leben nicht wirklich beginnt, bevor Kundalini erwacht ist. Es gibt also eine Übertragung der Energie, die stattfinden muss, damit Kundalini wach wird. Wie geschieht das? Durch Anschauen, durch Berührung, durch Atem, durch Klang. Wie war das bei mir? Ich wurde von Muktananda initiiert, indem er in meinen Mund gepustet hat. Und ich fühlte, wie Energie in mich einströmt und alle möglichen Erfahrungen losgegangen sind. Und diese Erfahrungen werden Kriyas genannt. Das war ein
körperliche Bewegung, die losging. Mein Kopf fing an, sich zu bewegen. Und es gibt emotionale Kriyas, dass sich starke Emotionen lösen. Und es gibt spirituelle Kriyas, wo wir beginnen, Visionen zu haben. Und auch Pranayama oder Atmung, also spontane Atmung. Und ich wusste vorher nicht viel davon, aber als diese Dinge anfingen zu geschehen, habe ich es natürlich bemerkt. Und wie erwecken wir also Kundalini? Auf einfachste und sicherste Weise geschieht das durch die Übertragung von Energie, von Shaktipat, im Rahmen einer sicheren Linie. Und traditionell wurde es nur in einer Linie, einen sehr kleinen Kreis von sehr engen Schülern übertragen. Und Muktananda hat das geändert. Er war der Erste, der öffentlich Shaktipat gegeben hat, und zwar Tausenden von Menschen. Und es war ein Wechsel in der Handhabung von Shaktipat. Denn er hat gesagt, mein Guru, Nityananda, hat mir den Auftrag gegeben, Shaktipat öffentlich zu geben, um zu einem Erwachen im Kollektiv, in der Welt beizutragen. Und das war auch die Botschaft Muktanandas an mich, dass auch ich Shaktipat weitergeben soll. Er hat gesagt, mach das. Und das ist Teil auch dieser Tour. Das ist Teil dieser Tour, dass ich auch diesem Auftrag folge von Muktananda. Und durch Shaktipat-Initiierung Erwachen in die Welt bringe, das zur Evolution des Bewusstseins beitrage. Und auf der einen Seite können wir sagen, dass Shaktipat so wie eine Gnade ist, die uns widerfahren kann, aber gleichzeitig, also dass wir es nicht machen können, wir können diese Gnade nur erfahren, aber wir müssen uns gleichzeitig trotzdem anstrengen, und das ist ein Paradox. Wir müssen natürlich trotzdem spirituelle Praxis machen, verschiedenster Art. Und in Workshops, in Seminaren, wenn Menschen das erste Mal Shaktipat erhalten und sie haben gar keinen Kontext, sie wissen nicht, was vor sich geht, dann fragen sie natürlich, was ist hier los, was geht hier vor sich? Und wenn wir das dann ein bisschen erklären, den Prozess des Erwachens etwas sichtbar machen, das richtige Verständnis reinbringen, dann... Dann beruhigt sie das natürlich und dann können sie sich ganz einlassen auf den Prozess. Und jetzt hast du fast alle meine Fragen beantwortet und ich würde dich jetzt fragen, ist Kundalini ein physiologisches Phänomen? Hängt es irgendwie mit dem physischen Körper zusammen? Oder ist es nur ein subtiles Phänomen oder ist es beides? Dafür muss ich etwas ausholen und etwas erklären. Ich habe in meinen Büchern, vor allen Dingen in dem Buch zu spiritueller Ernährung, viel geschrieben zu Kundalini, dass es all das ist. Kundalini ist zu Beginn, und hier teile ich meine Erfahrung, da war es bei mir so, dass ich damals ein gesundheitliches Problem hatte und im unteren Beckenbereich Schmerzen hatte. Ich hatte da eine OP gehabt und das hatte mich lange begleitet. Und dann hatte ich meine erste Shaktipat-Erfahrung und dieser Schmerz intensivierte sich dann für 2 Wochen und dann war er auf einmal ganz weg und kam nie wieder. Und das war vorher ein chronischer Schmerz gewesen. Das heißt, Shaktipat oder das Erwachen von Kundalini hat also hier zu einer Veränderung des körperlichen Systems geführt.
Und eine andere Ebene, da müssen wir dann über den feinstofflichen Körper sprechen und auch über die Astralebene. Und im feinstofflichen Körper kann es Blockaden geben, in den Chakren. Manchmal verwenden wir verschiedene Beschreibungen, aber Chakren werden in einer bestimmten Struktur dargestellt. Und Chakren sind bestimmte Energiewirbel in unserem Körper. Und wenn in diesen Energiewirbel eine Blockade ist, dann beginnt Kundalini das zu lösen, daran zu arbeiten. Und dann, und dann manifestiert sich das auf der emotionalen Ebene. Und was geschieht in dem Prozess, ist, dass Kundalini beginnt, die Chakren ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann gibt es weitere, feinere Ebenen, wie Kundalini arbeitet und wirkt. Wir haben verschiedene Gedankenformen, die in unserem System gespeichert sind. Die werden zum Beispiel Vasanas genannt. Und die manifestieren sich als bestimmte Blockaden, die im System, die unsere Evolution blockieren. Und was Kundalini also macht, ist, dass es diese Blockaden löst, entfernt. Und diese Vasanas oder Gedankenformen, die lösen sich dadurch. Und so kann es passieren, dass Menschen Shaktipat erhalten und da war ein emotionales Muster, was immer wieder aufgetreten ist und auf einmal ist es weg. Und das ist also das Lösen von angesammelten mentalen Blockaden. Und viel davon geschieht spontan. Wir denken nicht wirklich darüber nach. Wir haben also emotionale und auch mentale Musterblockaden, die sich lösen. Und Kundalini ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Denn Kundalini bereitet auch all unsere Nadis, all unsere subtilen Energiekanäle vor, darauf, dass es immer mehr Kundalini optimal fließen kann. Und es gibt Hauptknoten, grundlegende Knoten in unserem System, die Grantis genannt werden und die regulieren den Kundalini-Fluss. In meinem Buch gehe ich sehr tief darauf ein. Und ich in dem Prozess des Kundalini-Erwachens habe ich halt ein sehr direktes Erleben gehabt von diesen Grantis, die Kundalini blockiert haben und den Fluss reguliert haben. Und irgendwann hat sich der Knoten geöffnet. Und dann ist mehr Energie durchgegangen. Und so durch den eigenen Prozess, durch das direkte Erleben, habe ich halt viel darüber gelernt. Und so habe ich halt ein direktes Erlebniswissen mitbekommen. Das wurde mir geschenkt, was ich dann später angefangen habe zu teilen mit Menschen natürlich. Das heißt, irgendwann habe ich angefangen, darüber auch etwas aufzuschreiben, um es klar zu machen, um es ausdrücken zu können. Und das ist also ein Teil dessen, was vor sich geht. Es verändert deine grundlegende Struktur. Und als ich ein Kundalini-Erwachen in der zweiten Shaktipat-Sitzung erlebte, lasted for about 2 weeks.
Da spürte ich, wie Kundalini die gesamte Wirbelsäule hochstieg und das blieb für etwa 2 Wochen so. Und je mehr Kundalini aktiv ist, desto mehr Blockaden, Gedankenformen löst es und hilft dir so immer mehr und mehr göttliche Energie in deinem System leiten zu können. Vielleicht eine Erfahrung in meiner allerersten Meditation nach Shaktipat. Gelangte ich in ein Leben von nichts. Absolut nichts. Und ich hatte keinen Kontext. Ich wusste nicht, was da passiert ist. Und als ich aus der Meditation wieder zurückkam, da erhielt ich die Anweisung, die innere, sehr klare Anweisung, du solltest auf eine Weise leben und essen, die Kundalini unterstützt, sich zu entfalten. Und so begann ich mein ganzes Leben danach auszurichten. Und irgendwann führte das dann dazu, dass ich mein erstes Buch dazu schrieb, zu spiritueller Ernährung im Kundalini-Prozess. Und es gibt ja verschiedene Aspekte von Kundalini und ein Aspekt ist bevor der zweite Grant, der am Herzen offen ist, da arbeitet Kundalini vor allen Dingen auf einer körperlichen, emotionalen Ebene. Und wir haben also drei Hauptgrantis. Eins ist über dem Wurzelchakra, eins ist am Herzen und eins ist am dritten Auge. Und alle drei Grantis müssen sich öffnen. Und dann kann Kundalini ganz hoch strömen und ruht oben bei den Augen und an der Krone. Und vielleicht habt ihr schon mal Darstellungen davon gesehen. Und Kundalini transformiert also das gesamte System, sodass dass es irgendwann reif genug ist, geöffnet genug, sodass Kundalini vollkommen da durchströmen kann. Und schließlich, wenn Kundalini das ganze System gereinigt hat, alle Garantien geöffnet sind und es durch die Krone strömt, dann führt das schließlich zu spiritueller Befreiung. Und ich habe immer 6 Stunden am Tag meditiert. 6 Stunden über den Tag verteilt. 2 am Morgen, 2 am Nachmittag, 2 am Abend. Und das ist also die Routine. Ich meditierte also jeden Tag. Und auf einmal sagte eine innere Stimme zu mir, steh auf und geh zu Muktananda. Denn das ist etwas, was ich niemals gemacht hätte von mir heraus, weil ich damals sehr auf einen inneren Prozess fokussiert war. Und dann ging ich da so hin und setzte mich hin. Und dann kam er hoch in seinem Pyjama und dann begann er, seine Hand auf meinen Kopf zu legen und die Energie hochzuziehen. Und das war also der letzte Schritt, der noch fehlte, nach Jahren der Praxis mit 6, 7 Stunden Meditation jeden Tag, um den letzten Schritt in spirituelle Befreiung zu gehen. Denn Kundalini ruht an einem Punkt
am dritten Auge. Aber es gibt einen letzten Funken, der hin zur Befreiung, der durch das Shaktipat von einem erleuchteten Meister dann ermöglicht wird. Danke. Und wenn wir diesen Punkt deiner Geschichte der unerwarteten Initiierung nehmen von Swami Muktananda, was bei dir zum Kundalini-Erwachen geführt hat, das führt mich zu der Frage, müssen wir einen Lehrer haben, dem wir uns ganz anvertrauen für ein Kundalini-Erwachen? Ein Lehrer, mit dem wir den Weg gehen für ein Kundalini-Erwachen? Und ja, das ist eine gute Frage, denn ich sehe hier tatsächlich verschiedene Ebenen. Und ich denke, es ist am besten, einen Lehrer zu haben und und gleichzeitig kann das auch wieder Komplikationen mit sich bringen. Und ich werde hier ein bisschen mehr erklären müssen. Wir sind also, wir leben in einem Bewusstsein von Ich Bin. Und wir nehmen uns selbst als ein Ich wahr und andere als ein Ich wahr. Und wenn ich jetzt an dieses Ich-Bewusstsein anhänge, dann blockiert mich das auf meinen spirituellen Prozess. Denn ich muss einfach nur in das Sein gehen und an einem Punkt verschwindet doch das Sein. Und jetzt ist die Frage, ob ein spiritueller Lehrer den spirituellen Prozess unterstützt oder ob da eine Beziehung entsteht, die auch ein Hindernis sein kann an einem Punkt. Und was ein richtiger Lehrer macht, ist, dass er dich. Dass er dich dahin anleitet und dich unterstützt auf die höchsten und feinsten Ebenen des Geistes zu gehen. Und die Sache ist die, in allen anderen Bereichen ist das so sehr klar, wenn wir Klavier spielen lernen wollen, dann ist es uns sehr klar, dass wir Klavierunterricht nehmen von einer Person, die bereits Klavier spielen kann. Und das heißt, es ist einfach von großem Vorteil, angeleitet zu werden von einer Person, die von einem Wesen, das den Weg bereits kennt, bereits gegangen ist, ganz verkörpert. Und literally, this is true. This Zen master is hitting them on the head. They're having kriyas. You're not supposed to move. I'm sorry. I'm having. I don't know what's going on. I'm going crazy. You know, and it sounds funny, right? But if they don't, the teacher does not understand what's going on. They get in the way. So I see people. Und es gibt natürlich auch Geschichten von Menschen, die ein Kundalini-Erwachen haben, die mit einem Lehrer sind, der aber nicht versteht, was wirklich vor sich geht. Und dann kann eine Lehrerbeziehung vielleicht auch hinderlich sein. Denn es gibt bestimmte Traditionen, wo der spirituelle Prozess in bestimmte Phasen fix eingeteilt ist. Aber wenn Kundalini wach ist, dann kümmert Kundalini sich nicht um irgendwelche Konzepte. Und die Frage ist einfach nur, ist das ein Lehrer, der wirklich befreit ist und der ein wirkliches Interesse daran hat, dich in diese Befreiung auch zu führen, frei von Konzepten? Und der das Verständnis hat des Kundalini-Prozesses und Kundalini-Phänomens. Vielen Dank. Und hier ist eine weitere Frage. Eine Frage aus einem anderen
Winkel. Und die Frage ist, ist es auch möglich, durch einen spirituellen Prozess zu gehen, ohne überhaupt Kundalini zu kennen, über Kundalini zu sprechen? Denn ich weiß, dass es auch viele Lehrer und Traditionen gibt, die nicht Kundalini erwähnen und als Teil ihrer Lehre haben. Und ja, das ist eine gute Frage. Und die Sache ist die, es ist einfach sehr viel einfacher, wenn wir wissen, was vor sich geht im Prozess des spirituellen Erwachens. Und denn wenn Kundalini erwacht, dann kann es passieren, dass wir spontane Kriyas haben, spontane Körperbewegungen, emotionale Bewegungen. Und dann ist es einfach sehr viel einfacher, wenn da jemand ist, der versteht, was vor sich geht und uns sagen kann, hey, es ist alles okay, das ist Teil des Prozesses und vielleicht sogar anleiten kann in diesem Prozess. Und es braucht auch ein Lehrer oder eine Lehrerin, die im Idealfall sehen kann, wenn Befreiung stattfindet, wenn du in ein erwachtes Bewusstsein eintrittst. Und auch klar sehen kann, wo du stehst und wo noch Themen sind, wo noch etwas angeschaut werden möchte, muss, was noch vollkommener Befreiung im Weg steht. Und deswegen ist es wichtig, oder es ist immer vertrauenswürdig, wenn ein Lehrer zum Beispiel aus einer Linie kommt, wo klar irgendwann gesehen wurde von einem erleuchteten Wesen, ja, da ist authentische Befreiung und das ist nicht einfach eine selbsternannte Erleuchtung oder Befreiung ist ohne irgendeine Linie oder einen anderen Kontext. Und be beantwortet das die Frage ein bisschen? Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank. Und was bedeutet denn eine Vollendung des Kundalini-Prozesses tatsächlich? Also auf einer Erfahrungsebene, wie der eigene Zustand dann wahrgenommen wird. Wow, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr tiefe Frage. Und ich habe vorhin zunächst über die Physio-Kundalini gesprochen. Und dieser Prozess der Physio-Kundalini, der braucht etwa 2 Jahre, wenn wir unsere Praxis machen, meditieren, chanten. Es entfaltet sich, Kriyas sind da, Verschiedenes passiert. Und auf einmal hört alles auf. Der Geist ist ganz still, die Kriyas haben aufgehört, die Bewegungen haben aufgehört. Alles ist in Stille. Und dann ist sind die unteren Ebenen der Kundalini vervollständigt, das, was ich Physio-Kundalini nenne. Und der Prozess bis es zum dritten Auge geht, das ist das, was ich dann die Vervollständigung des Prozesses nenne. Und die Kundalini-Entfaltung, die wird dann sehr viel feiner und subtiler. Und wenn also alle essentiellen Karmas und Blockaden in unserem System verbrannt sind, gelöst sind, und wichtig dabei ist einfach, Kundalini löst und verbrennt viel von alleine. Wichtig ist nur, dass wir dem Raum geben, dass wir also
immer präsent sind, in Meditation sitzen, praktizieren. Und dann, wenn der physioenergetische Prozess vorbei ist, dann wird es sehr still, das Herz beginnt sich zu öffnen, der Geist beginnt weit zu werden und still. Und wenn dieser Prozess endet, das kann gefühlt werden. Das ist irgendwann endet auch dieser Prozess. Und dann gibt es halt den letzten Schritt jenseits der drei Grantis, wenn der Lehrer dann in den letzten Schritt in die Befreiung führt. Und deswegen ist es einfach hilfreich, auch einen Lehrer zu haben, auf den man sich immer beziehen kann, wo man immer nachfragen kann, wo man immer seine aktuelle Erfahrung teilen kann und der oder die dann hilft, das richtig einzuordnen. I think that's the best way to answer that. Yes, thank you. So, und ich hoffe, dass es das einigermaßen beantwortet hat. Und du hast den Punkt in deinen vorherigen Antworten teilweise auch schon angesprochen, aber was sind die zentralen Wege oder Methoden, durch die wir das Erwachen und Stabilisieren der Kundalini unterstützen können? Du hast gesagt, die richtige Ernährung zum Beispiel, aber vielleicht kannst du hier noch etwas mehr zu sagen. Also, Ramakrishna hatte unglaubliche Kundalini-Erfahrungen und war aber immer noch mit der göttlichen Mutter identifiziert. Und also der war bereits ein tief erwachter Zustand, aber immer noch eine Identifikation mit einem bestimmten Aspekt des Göttlichen. Und irgendwann schlug sein Lehrer ihn also voll auf das dritte Auge, sodass er sogar anfing gleich zu bluten und sagte ihm, jetzt wach doch endlich auf. Und das führte ihn auf die letzte Ebene, jenseits von jeder Identifikation. Und es gibt halt bestimmte subtile Aspekte. Manchmal brauchen wir einfach einen Schlag oder etwas, was uns aufweckt, was uns hinweist deutlich auf eine bestimmte Anhaftung, die noch stattfindet, die den Prozess behindert, sich voll zu entfalten. Und was deine Frage jetzt angeht, ich spreche gerne von den sechs Grundlagen und dem siebenfachen Frieden, um einen Kundalini-Prozess zu unterstützen. Und die sieben Grundlagen, die beschreiben einen Lebensstil, der in die Befreiung führt. Das ist ein Lebensstil, der aber dir gut tut. Das heißt, der gesund ist, der dich vital sein lässt. Und von diesen sechs Grundlagen ist die erste Grundlage, auf eine Weise zu essen, sodass wir, dass unser System sehr leitfähig wird für Kundalini, sehr viel Kundalini-Energie leiten kann. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir kein Fleisch, Fisch oder Milchprodukte essen und dadurch die Ernährung sattwischer wird, so wie es im Indischen genannt wird, in Indien genannt wird. Und in früheren Zeiten waren Milchprodukte galten auch als sattwisch, weil das ein anderer Kontext war. Aber so wie in der heutigen Welt, in der wir leben, ist das nicht mehr so.
Das heißt, alle Dinge in unserer Ernährung, die den Fluss behindern können oder es erschweren, dass unser System Kundalini-Energie leiten kann, die müssen wir weglassen mehr und mehr. Und um es zu erklären, ein Tier zum Beispiel, ein Tier hat Schmerz und Elend erlebt, bevor es getötet wurde. Denn das ist schrecklich, wie Tiere gehalten werden. Da ist kein Frieden, da ist keine Erleuchtung. Und dieses Elend, was in diesem Prozess der Tierhaltung, der Massentierhaltung drin ist, das Adrenalin, was in ihrem Muskeln ist, die Angst, all das ist in dem Fleisch, was dann gegessen wird, drin. Und das nehmen wir dann zu uns und das wirkt sich dann auf unseren Geist aus, auf das subtile System. Das heißt, das blockiert den Energiefluss, das kann Ängste kreieren und das heißt, das ist etwas, das ist also etwas, was Hindernisse kreieren kann und was wir im Idealfall also weglassen, wenn wir Kundalini unterstützen wollen. Und was auch passiert, wenn wir ein Tier essen, ist, dass wir das Ego eines Tieres annehmen, aufnehmen. Die Seele des Tieres, das heißt, es ist eine De-Evolution, die dann stattfindet in unserem Geist. Das ist nicht meine Idee, sondern das ist ein Verständnis, was in yogischen Traditionen existiert. Das heißt, wir nehmen also die Emotion, das Ego eines anderen Wesens auf. Während, wenn wir uns sattwisch ernähren, dann essen wir keine anderen Wesen, dann ernähren wir uns stattdessen auf eine Weise, die unser Wesen nähren, aufbauen. Und das ist der Unterschied also. Ein wichtiger Schlüssel ist also kein Fleisch, Fisch, Milchprodukte. Und es gibt auch viele andere Gründe dafür. Es gibt auch ethische oder ökologische Gründe, aber wir reden hier, wir betrachten das aus der Perspektive von Kundalini. Und ich arbeite viel damit. In Retreats kombiniere ich häufig mit Saftfasten. Also ein spirituelles Saftfasten. Zweimal im Jahr leite ich solche Retreats ein und das reinigt dann, so eine intensive Zeit reinigt dann das System weiter. Und wenn das dann kombiniert wird mit Shaktipat, dann könntest du 90% der Menschen ein Kundalini-Erwachen erleben bei solchen Retreats. Weil die Energie durch das Fasten sehr viel einfacher durch das System fließen kann. Also Ernährung ist eine Grundlage. Zweite Grundlage ist das Prana aufbauen, Lebenskraft. Und deswegen tanze ich gerne auf Events, rege zum Tanzen an, weil das spirituelle Freude aufbaut. Yoga-Asanas, was wir auch machen werden auf unserem Seminar, aber auch Dinge wie Reiki, Tai Chi, Qigong, Pranayama. Pranayama werde ich auch unterrichten. All diese Dinge dehnen das Prana aus. Und das Prana ausdehnen bedeutet, dass da mehr Kraft ist hinter der Kundalini. Und das Dritte ist Dienen und Wohltat. Und im Westen ist das nicht so bekannt, aber in Indien wird das Karma-Yoga genannt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unserem Leben jemand anders widmen oder Entfaltung des menschlichen Bewusstseins widmen und auf irgendeine Weise dienen, denn das ist Teil des spirituellen Prozesses.
Und wir haben zum Beispiel verschiedene humanitäre Projekte, in denen wir aktiv sind. Und wir haben in verschiedenen Ländern haben wir also humanitäre Projekte, die auf einem Karma-Yoga-Prinzip basieren und die spendenbasiert laufen. Und die nächste Grundlage ist, mit einem Lehrer zu arbeiten. Und was dir hilft, wo ein Lehrer dir hilft, ist, deine Ego-Tendenzen zu erkennen und darüber hinauszuwachsen. Das kann also eine heilige Beziehung sein, ein sehr wichtiger Aspekt. Und ein Lehrer, der den richtigen Hintergrund hat. Und die fünfte Grundlage ist, meditieren und ein Mantra zu wiederholen, was dir hilft, auch im Verlauf des Tages das Bewusstsein wach zu halten. Und in der Regel wird das Mantra vom spirituellen Lehrer gegeben. Und das werden wir auch machen in unserer Seminartour in Europa. Und das sechste ist Kundalini erwecken und die Kundalini erwachen so stark wie möglich zu unterstützen. Und auf unserer Tour in Europa werden alle sechs Aspekte eine Rolle spielen. Wir haben also dann noch den siebenfachen Frieden. Wir haben Frieden des Körpers, Frieden im Geist, Frieden in der Familie, in Beziehungen. Und Beziehungen sind tatsächlich definitiv ein Pfad zur Befreiung. Wenn wir die richtige Beziehung zur Beziehung haben. Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann gibt es Frieden in Gemeinschaft. Und das ist ein wichtiges Thema heutzutage bei all dem Chaos in der Welt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die richtige Umgebung mit unserer Umwelt finden. Und dann gibt es Frieden mit allen Kulturen. Und das ist inspiriert von nordamerikanischen Ureinwohnern. Denn ich wurde als Medizinmann auch eingeweiht in Nordamerika von bestimmten nordamerikanischen Stämmen. Und das wird also auch ein bisschen einfließen in die Lehre. Frieden mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt. Also Frieden hat also hat verschiedene Ebenen. Frieden mit dem lebendigen, lebenden Planeten. Frieden mit Gott. Und das heißt, lebendige Ökologie, das heißt, dass wir eins werden mit dem lebendigen Planeten. Und das bedeutet, dass wir uns nicht als getrennt, sondern als eins mit dem lebenden Planeten erleben. Und halt der Frieden mit Gott. Das sind also die sieben Ebenen des Friedens. Und das alles wird zu einem schließlich. Und das ist ein Lebensstil, das das Potenzial hat, zur Befreiung zu führen. Das garantiert nicht, dass Befreiung stattfinden wird in diesem Leben, aber wenn du das machst, dann wirst du stärker und stärker, das Erleben wird tiefer und tiefer. Das heißt, alle gewinnen dabei. Das ist ein Lebensstil, der im Allgemeinen gut ist, der auch anderen Wesen dient. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die spirituelle Ernährung nochmal, die den Kundalini-Prozess unterstützen und stärken kann. Und darüber werden wir natürlich sprechen.
bei den Seminaren und Workshops. Ja, und das ist ohne Frage ein vollständiger Pfad. Befreiung in allen Dimensionen. Ja, genau. Das, genau, du beschreibst das genau richtig. Es ist ein Lebensstil, der hin zur Befreiung führen kann. So sehe ich das gerne. Und vielen Dank. Eine weitere Frage ist, dass ich weiß, dass du einen eher femininen Prozess in Bezug auf Kundalini vertrittst. Und deswegen würde ich fragen, ist es hilfreich oder gefährlich, Kundalini zu aktivieren oder manipulieren zu wollen, aktiv durch bestimmte Praktiken? Denn es gibt solche Ansätze. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist wichtig, unsere Hauptaufgabe ist, den natürlichen Fluss der Kundalini zu unterstützen. Und das ist ein bisschen komplex. Das wird jetzt etwas paradox. Das ist also eine gute Frage. Zu sagen, ich wecke Kundalini auf, ich mache die Praktiken, ich will befreit werden. Das ist ein Ziel, das ist ein Ego-Ziel und das blockiert uns. Denn Ego ist das, worüber wir hinauswachsen müssen, was überwunden werden muss. Deswegen sehe ich es gerne als einen Lebensstil, der die Evolution von Kundalini unterstützt. Ich betrachte es sehr viel lieber so, als von Praktiken zu sprechen. Und manchmal müssen wir Pranayama machen, manchmal müssen wir mehr meditieren. Also es ist ein bestimmter Fluss. Und es gibt bestimmte Phasen, bestimmte Zeiten, wo intensive Praxis auch notwendig ist. Aber wenn wir die Praxis ins Zentrum stellen, dann kann das in eine falsche Richtung gehen. Aber natürlich ist das auch nicht wahr für jeden. Ramana Maharshi hatte mit 16, 17 Jahren einfach ein Erwachen. Er hat nicht viel gemacht. Dann hat er einfach ein paar Jahre meditiert. Aber er ist nicht vorher durch intensive Praktiken gegangen, sondern da war erst Erwachen, dann hat er noch etwas meditiert. Und jeder ist also etwas anders. Kundalini agiert mit unserem individuellen Wesen, einzigartigen Wesen, und gibt uns das, was wir brauchen. Und es ist wichtig, dass wir den Prozess nicht mit unserem Ego manipulieren wollen, sondern dass wir sehen, wie wir ihn unterstützen können. Und vielleicht gibt es Phasen, wo wir mehr meditieren sollen oder mehr aktiv sein in der Welt oder mehr Pranayama machen sollen. Das heißt, es ist ein delikates Spiel. Wir müssen sehr im Einklang sein mit unserer inneren Weisheit. Und ich war ja in einem Ashram. Ich habe ja 7 Jahre in einem Ashram gelebt und da waren 2 Gurus, die mich angeleitet haben. Und eine Geschichte dazu vielleicht. Also, ich meditiere 6 Stunden am Tag. Und mein Lehrer hatte mir empfohlen, dass ich eine Stunde am Tag meditieren sollte. Und ich weiß gar nicht, was los war. Auf einmal habe ich 6 Stunden am Tag meditiert. Und er hat mich dann gefragt, okay, was ist los? Ist alles okay? Und dann hat er gelacht, als er mitbekommen hat, dass ich auf einmal 6 Stunden am Tag meditiere. Und dann hat er aber gesagt, nein, geh einfach mit dem Fluss der Kundalini. Wenn es jetzt 6 Stunden sein sollen, dann meditierst du also viel. Und es ist also ein Fluss. Bei manchen Menschen, die sitzen nicht so lange am Tag still. Und das ist auch okay. Es gibt noch eine Frage. Etwas, was bestimmt schon häufig gefragt wurde und was mich aber sehr interessiert. Was ist eine
Kundalini-Krise, wie entsteht sie und wie kann sie gelöst werden? Wir haben die letzte Kundalini-Krisenklinik in der Welt gegründet, 1976, in Kalifornien. Und wir haben gesehen, dass bei manchen Menschen die Energie einfach zu intensiv schien. Oder dass die Erfahrungen mehr waren, als sie mental bereit waren aufzunehmen. Und Krisen, das hat also immer was mit dem Kopf zu tun, wenn sie das Gefühl haben, okay, das ist zu viel, das macht mich verrückt, ich kann damit nicht umgehen. Und es ist dann relativ einfach, meistens damit zu arbeiten und sie zu unterstützen. Manchmal gibt es Menschen, die ein spontanes Erwachen haben, ohne in irgendeiner Linie zu sein. Und es ist zu wild für sie, damit umzugehen. Und sie werden psychotisch oder wenn da vorher schon eine starke mentale Unausgeglichenheit, dann kann das ein Problem sein. Und ein Teil der Arbeit ist also zu unterscheiden, ist das eine Psychose oder ist es Kundalini? Ist es etwas anderes? Denn es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen. Und mein Gründungspartner der Kundalini-Krisenklinik hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt Kundalini-Krise oder Psychose. Und wir haben also daran gearbeitet, wie wir das richtig diagnostizieren können. Aus einer psychiatrischen Perspektive oder einer Kundalini-Perspektive, weil die beiden auch Überschneidungspunkte haben können. Das kann. Es kann also im Kundalini-Prozess auch Phasen geben, die sehr viel und intensive Dinge und Emotionen bei uns hochspülen, aber wenn es nur das ist, dann ist es vielleicht doch irgendwas Manisches. Und es ist halt wichtig, hier die Unterscheidung treffen zu können. Aber es ist halt auch auf der anderen Seite ein Problem, dass viele Menschen mit Kundalini-Erwachen, mit einem spontanen Erwachen auf einmal sich in psychiatrischen Anstalten wiedergefunden haben, weil niemand wusste, was da vor sich geht, weil der Kontext und das Verständnis nicht existiert hat. Und dann haben sie auf einmal Medikamente bekommen und wurden als krank eingestuft. Und wäre es richtig diagnostiziert worden, wäre es sehr simpel gewesen, damit zu arbeiten. Und es gibt ja also verschiedene Kategorien und ein wichtiger Teil der Arbeit ist also, das richtig unterscheiden zu können und verstehen zu können, wo handelt es sich wirklich um Kundalini. Und es war bereits im Ashram so bei Muktananda, dass wann immer Kundalini-Krisen auftraten, dass Muktananda sie zu mir geschickt hat. Und so fing ich also an, unter seiner Anleitung direkt damit zu arbeiten, Kundalini-Krisen richtig zu diagnostizieren und den Energiefluss wieder ins Gleichgewicht zu bringen. It was very funny. I mean, how it worked, but he gave me directions that ultimately have played a role in my life. A lot of,
Now perhaps it is time to ask you a couple of questions in relation to Shaktipat. Und jetzt würde ich gerne einige Fragen über Shaktipat stellen. That your tour in Europe will also focus on. Als Teil deiner Arbeit work with people, you give what has gibst du das, was traditionell Shaktipat genannt wird. Und ich habe ja auch Shaktipat-Anweisungen von dir erhalten. Was ist Shaktipat? Was ist der subtile Mechanismus da? Was geschieht, wenn jemand Shaktipat erhält? Subtle mechanism. What happens when someone receives a Shaktipat? Also, okay, so davon abhängend, wie bereit du bist, können verschiedene Dinge geschehen. Und es kann sein, dass Menschen sagen, ich habe etwas Energie gespürt, aber das ist nicht mehr passiert. Das und in deinem Fall war es so, dass du spirituell bereit warst, dass diese kleine Essenz kosmischer Kundalini-Energie deine Kundalini auf eine Weise erweckt hat, dass sie vollkommen erwacht ist, dass der vollkommene Kundalini-Prozess aktiviert wurde. Und das ist es so ziemlich. Und es gibt natürlich verschiedene Weisen, Kundalini zu aktivieren. Und es kann sogar im Internet funktionieren, einfach durch einen Raum der Präsenz, durch Augenkontakt. Also sogar online ist Shaktipat möglich, haben wir im Lockdown erleben und lernen dürfen. Und Shaktipat ist etwas, was im Idealfall aber von einem erwachten, befreiten Wesen gegeben wird, was eine Linie hinter sich hat, in einer traditionellen Linie initiiert wurde, ermächtigt wurde, Shaktipat zu geben. Und das ist der sicherste Weg, um Kundalini zu erwecken. Und Kundalini erwachen kann natürlich geschehen durch spirituelle Praxis auf spontane Weise. Und das einzige Problem dann ist, dass man vielleicht dann nicht weiß, wie man damit umgehen kann, was da genau vor sich geht. Und ein weiterer Aspekt ist, wenn Kundalini erwacht ist, dann haben wir auch die spirituelle Verpflichtung, einen Lebensstil zu kreieren, der die Kundalini-Entfaltung weiter unterstützt. So dass das Wachen sich voll entfalten kann. Und es gibt Menschen, die haben vor 20 Jahren ein Kundalini-Erwachen gehabt, haben das aber nie ernst genommen und haben am Lebensstil nie etwas angepasst und dann irgendein Punkt hat der Kundalini-Strom wieder aufgehört. Und es gibt verschiedene Aspekte und das Wichtige ist also, wenn die Tür sich öffnet in uns, dann da durchzugehen. Es ist also ein großes Geschenk und es ist wichtig, dem auch Wichtigkeit zu geben. Denn Shaktipat kann energetisch sehr intensives Erleben sein. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich früher im Ashram war, dass jemand anders auch im Ashram war, der hatte sehr viele tiefe Erfahrungen. Bei jedem Shaktipat hat ihn das in ein sehr tiefes Erleben geführt, aber er hat nie praktiziert. Er hat es nie ernst genommen. Er ist nur immer zu den Shaktipat-Events gekommen und ansonsten nichts. Und das heißt, da hat also dann kein tieferes Erwachen stattgefunden. Es ist also ein Schlüssel ist also, wie ernst wir das nehmen. Shaktipat ist wie eine Initiierung, wie ein Startpunkt, aber die Frage ist, was wir dann daraus machen. Und wir haben das in allen verschiedenen Traditionen. Sie nennen das nicht Kundalini.
They don't call it Kundalini, right? They Ne, in the das kann in past, jeder so Tradition sein, dass it's man 12 zwölf years Jahre mit einem ago, Guru war und it's auf way einmal ago. war ein You never Erwachen had da und das heißt, interactions with it like Kundalini ist that. erwacht. Und So vielleicht that's why some wird dann nicht traditions don't talk about it because they don't know darüber how to understand it. gesprochen ist. Der I don't think it Kundalini-Prozess ist serves nicht so people not to bewusst. know about it, but it can still be Aber awakened. Es ist einfach ein Aspekt des Those are the Erwachens people I und would see ich and sehe go to keinen the Sinn restaurant, darin, like, what's nicht going darüber zu on? sprechen, sondern es ist einfach I'm a hilfreich, Christian Buddhist, so wenn wir why? wissen und verstehen, was da And vor sich that geht in is, unserem Wesen, in einem you don't need to spirituellen go through Prozess. that when you kind of have people who Beantwortet das die already Frage? know about Ja, the vielen, vielen energy Dank. in the lineage. Eine letzte Frage. Does that answer it? Does that make Oh, yeah. sense? Yes. Und die letzte Frage ist, So, Shaktipat, one last question. Is auch von Shaktipat Vorteil beneficial für also for beginners? Since it is Anfänger. clear that traditionally it Denn has been früher transmitted wurde in es, an esoteric manner. haben vor allen Dingen You fortgeschrittene mentioned that, Schüler that Swami Shaktipat-Initiierungen Muktananda erhalten. Das ist der traditionelle Kontext und mit inaugurated a Muktananda ist eine certain Art Revolution revolution losgegangen, in weil the er damit concept anfing, of das in der Shaktipat, right? Öffentlichkeit zu geben, Yes. Shaktipat. So, is it Also ist beneficial das also hilfreich for für mich, beginners wenn if ich I'm a keine oder beginner kaum and I come to meet you Meditationserfahrungen habe und while ich you're an touring in einem Europe? Shaktipat-Abend mit dir teilnehme, während du in Europa bist? That's called a leading question. So, Ja, but it's a good question. definitiv. Yes, it is, Definitiv ist because das hilfreich, how denn do you know your vielleicht background? You know, we have haben many wir schon. lifetimes. Are we really a beginner? Wie, Or were you meant to have this meeting because you're ready, you know, to have it awakened? Die Generally, I Sache ist don't think die, wir anybody können ja auch schon viele comes without Leben knowing at hinter uns some haben, indem wir level vielleicht that it's a praktiziert haben, journey indem ein first. bestimmtes spirituelles Potenzial And aufgebaut so wurde. Die you may Sache look ist like a die, beginner, but you know, when you look at so many wenn wir, lifetimes also auch and in diesem people Leben who uns have, als it's, you're not Beginner necessarily a erleben, wenn wir beginner. uns You're gerufen really fühlen von einem solchen not gonna Event make it for a beginner. und da teilnehmen wollen an Shaktipat, Now, dann bedeutet es, I mean, dass da in a uns ein person who Ruf hasn't ist, practiced ein in innerer several Ruf, der, lifetimes. dass wir bereit sind. Okay. So you have to reach a certain Und point before you can receive the grace. das wird Maybe that's the best way to talk about it. But dann also definitiv immer you etwas take, machen. Wir you know, können nicht sagen, nur davon Maharshi ausgehen, wie viel jemand in diesem Leben and praktiziert he's hat, wie 17. bereit das He Wesen doesn't know ist. Wenn wir anything. Ramana Maharshi nehmen, der war But what 17 und happened eine Nahtoderfahrung spontaneously? gehabt, das hat So direkt in when ein it's your Erwachen childhood geführt. Da war keine you find a Vorbereitung vorher. spiritual teacher or you just go think of this is Und cool, I'm gonna niemand, der go. kommt zu einem You're not the right Shaktipat-Event, accident. ist dann nur No one who zufällig. comes during this time would Das be the right ist accident. Everyone immer, that may think, well, this is interesting and this is wenn du entertaining, dich you know, gerufen fühlst it's davon, not dann really ist what es it's genau about. richtig für dich. Und die Antwort ist So die, it's an important question. So wenn du the also answer is keine if you had Vorerfahrung hast, no dich das previous aber trotzdem experience anzieht, and you're drawn to it, it's a pretty dann good ist das ein suggestion sehr that gutes you are Anzeichen dafür, ready. dass du bereit bist für Shaktipat. Okay, even though you haven't Und been deswegen, doing this in your life and up to this point. And that's why we don't und stop unabhängig with davon, also five auch wenn du because we keinen really Kontext hast, awakening, dann ist you das auch go der in Grund, weswegen wir nicht six einfach nur Shaktipat geben months. und das war's, sondern And you know, dann how do auch we support es people den Kontext with gibt, that? dass So we'll cover it. Now, die sechs some of the Grundlagen 12 of us, unterrichtet werden, die das I weitere may Kundalini be teaching entfalten, yoga unterstützen. asana as well. Wir werden auch And there'll be maybe a yoga teacher. I will be teaching the Yoga-Asanas pranayama, which is praktizieren, wir werden important, über the yoga spirituelle diet Ernährung of sprechen, service wir werden and über charity, heilige obviously Beziehungen spiritual sprechen, nutrition and über the Karma-Yoga, relationship to über several alle religions of the Aspekte, die ein globe spirituelles Erwachen and unterstützen how to können keep und das going, how to Kundalini-Entfalten im keep Leben going. unterstützen können. It's Vielen Dank für grace, diese but Frage. it only works if you pay attention to it. So that's a perfect question. Thank you. Ich bin sehr, sehr dankbar für all diese Good. Geschenke der So I'm Weisheit, very mit grateful denen du uns for all heute these gesegnet hast. gems of wisdom that you bestowed on us Danke, Shai. today. Es ist mir eine Freude. Thank you, Shai. It's my joy. Vielen, vielen Dank. It's also my job, but it's my joy. Thank you.